Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Trek Online. Wir sind immer noch dabei, die Episode, wie heißt sie jetzt? Welcher? Nee, Moment, ich suche mal hier raus. Es gibt kein Zentrum mehr zu spielen. Das ist gerade in Arbeit. Wir tun mal ganz kurz den Queststatus zusammenfassen. Die heimtückische Ja'ula hat um eine Audienz beim Hohen Rat auf Kornos gebeten. Ein selten angewandtes Gesetz der Klingonen hat ihr Haus wiederhergestellt. Vorübergehend. Und als Matriarchin ihres Hauses hat sie das Recht, vor dem Rat zu sprechen. Ob sie die große Halle lebendig oder in Ketten verlässt, bleibt abzuwarten. Sie hat viel zu verantworten. Als Mitglied der Sondereinheit für Ja'ula habe ich ihre Anwesenheit während dieses Treffens veranlasst. Sollte sie zu einem Ärgernis werden, erwarte ich, dass sie entsprechend handeln. Also so hat uns Jimbok hierher gerufen mit den Worten, ne? Gut. Was ist denn eigentlich das hier? Irgendeine besondere Belohnung? Nicht besonders, sowas glaube ich kann man selber herstellen, aber so kriegt man es natürlich einfach die Quest spielen und braucht man die Rohstoffe dafür nicht aufwenden oder keine Credits aufwenden. Übrigens habe ich in der letzten Folge ganz kurz mal die Reise durch die Galaxie vorgestellt und mit dem verbesserten Antrieb bin ich in der letzten Folge genug drauf eingegangen. Ich werde das jetzt nicht nochmal machen. Inzwischen ist die Viertelstunde rum. Die Zeit läuft nämlich weiter, wenn ihr was anderes macht in der Zeit. Also ihr müsst dann, falls ihr Reise durch die Galaxie spielt, auch dranbleiben. Jetzt sprechen wir mit dem Haus Duras. Come on. I take it you're here to see where my house stands on the Ja'ula problem. Quavan, ich nehme an, Sie sind hier, um herauszufinden, auf welcher Seite mein Haus bei diesem Problem mit Ja'ula steht. Wie kommst du denn auf die Idee? Ja'ula is a product of a dead age, chasing the dreams of her martyred brother, seeking the glory of a war long ended. She is a threat to the prosperity of the Empire and will be dealt with as such. Ja'ula ist das Produkt eines toten Zeitalters. Sie jagt den Träumen ihres Märtyrerbruders nach, also er meint Kufma, vermute ich, und sucht den Ruhm in einem Krieg, der lange vorbei ist. Sie ist eine Bedrohung für das Wohlergehen des Reichs und so wird sie auch behandelt werden. Lass mich raten, die Wahrheit ist, sie steht euren Plänen im Weg, weil eigentlich wollen ja die Duras selber Kanzler werden, ne? Der Kanzler denkt ähnlich. Yes, well I do not agree with the Chancellor on all things. He has the best solution for this problem, and he will have the support of my house. If there's nothing else, there are other matters that require my attention. Ja, zwar bin ich mit dem Kanzler nicht immer einer Meinung, aber er hat die beste Lösung für das Problem und er wird die Unterstützung meines Hauses erhalten. Gibt es sonst noch etwas? Es gibt andere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Ich traue euch kein Stück, dafür habe ich in Star Trek Next Generation zu oft euren Verrat mit ansehen müssen. Unter anderem den Untergang der Enterprise D. Darauf bin ich in der letzten Folge schon eingegangen. Mit Haus Mokai sprechen, also um die es hier eigentlich geht. And what do you want, creature? Have you come to gloat? Or do you have enough wisdom in that ugly skull of yours to seek the favor of Haus Mokai? Ah, es ist interessant. Sie haben also die Klingonen vom Haus Mokai ein wenig an die Klingonen in Star Trek Online angepasst, optisch. Weil in Star Trek Discovery schauen die ja eigentlich nicht wirklich wie Klingonen aus, finde ich. Die haben da, glaube ich, sogar zwei Nasenlöcher. Sind die hier angedeutet? Ach, man sieht's hier nicht gescheit. Und was wollen sie dann, Kreatur? Kommen sie aus Schadenfreude oder sind sie in ihrem hässlichen Schädel nun so weise geworden, dass sie die Gunst von Haus Mokai suchen? Ich glaube, du hast zu heiß gebadet, Kerl. Ich würde gern wissen, was sie hier erreichen wollen. We seek what every true Klingon seeks in life. Glory for the house and glory for the Empire. Wir streben. We will find them. Ja, und meine Mädels übrigens, ihr habt es vielleicht gerade gehört, können nicht aufhören, die Klingonen zu ärgern, indem sie Tribbles hier rausholen und streicheln. Darauf bin ich in der letzten Folge, zum Ende der letzten Folge genug eingegangen. Aber es ist einfach zu komisch. Ja gut, wie denken Sie, dass das gehen soll? Soon, Ja'ula will arrive. She knows the truth of things. Soon, she will speak truth to power. To say what must be said. And her voice will be heard throughout the Empire. When she is done, all true Klingon warriors will know the truth and do what must be done. Soon there will be justice at last. Faranil, reiß dich zusammen. Ich
dann immer, Zula wird sie schon bald ankommen, sie kennt die Wahrheit der Dinge, bald schon wird sie die Mächtigen die Wahrheit wissen lassen. Entschuldigung. Sie wird sagen, was gesagt werden muss, und ihre Stimme wird im ganzen Reich vernommen werden. Wenn sie fertig ist, werden alle wahren klingonischen Krieger die Wahrheit kennen. Wir kommen die Tränen. Ich kann so nicht arbeiten. Moment, ich hab's gleich wieder. Wenn sie fertig ist, werden alle wahren klingonischen Krieger die Wahrheit kennen. Sie werden wissen, was zu tun ist. Schon bald wird es Gerechtigkeit geben. Endlich. Aber für wen? We shall find out soon enough. Now be gone. I grow weary of the sound of your voice. Das finden wir schon bald heraus. Und jetzt verschwinden sie. Der Klang ihrer Stimme nervt mich. Jetzt nochmal die Ultra-Kurzfassung. Wenn Klingonen und Tribbles mögen sich nicht. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, schaut es euch an. Ich habe es da genauer erklärt. Und hier in der hohen Halle des Hohen Rats vor einer Armee von Klingonen einen Tribble draufzusongen, würde normalerweise Krieg bedeuten. Ich habe es in der letzten Folge ausführlich erklärt. Solltet ihr es verpasst haben, schaut es euch an. Passen Sie auf, AK. Sie sind hier nicht unter Freunden. Gut, jetzt, ich nehme an, wenn ich jetzt mit... Moment. Musste mir kurz die Tränen wegwischen. Ich sehe sonst nichts nicht, wo ich hinlaufe. Okay. Mit Jim Bock sprechen. Den haben sie überarbeitet. Thank you for attending this summit. If we are lucky, it will end quickly and without bloodshed. Da, Quavan, danke, dass Sie zu diesem Gipfeltreffen gekommen sind, Admiral. Wenn wir Glück haben, ist das hier schnell und ohne Blutvergießen vorbei. Und wenn wir kein Glück haben? I will deal with the Mokai traitor and her misbegotten how swiftly and with finality. If there is any part of them that remains Klingon, they will meet their ending with honor as warriors. Ich werde mich um diese Haus, diese Mokai-Verräterin und ihr fehlgeleitetes Haus kümmern, schnell und endgültig. Wenn sie noch einen Rest an Klingonen in ihnen haben, werden sie ein ehrenvolles Ende als Krieger haben. Also die großen Kleinscheibungen ist ein bisschen verwirrend übersetzt, finde ich. Und wenn nicht? If not, they will spend the rest of their days in the frozen depths of the penal colony at Rurapente. At least there they will provide some service to the Empire. Ja, genau das meine ich, weil durch diese Großschreibung von Sie wird der Krieg nämlich zum Beispiel dieser Satz eine völlig andere Bedeutung. Falls nicht, werden Sie den Rest Ihrer Tage auf der eisigen Strafkolonie auf Rurapente verbringen. Ja, es ergibt aber keinen Sinn. Er kann nicht mich meinen, er muss Jeula meinen, ja? Und irgendwie scheinen die Übersetzer das nicht so richtig zu verstehen. Zumindest würden sie sich dann ein wenig nützlicher für das Reich machen. Hier stimmt's, hier ist es klein geschrieben. Ich denke, viele würden diesem Schicksal den Tod vorziehen. We'll find out soon enough. The barbarian is due to arrive shortly. Be wary. The woman is treacherous. She may try any number of things to avoid her unpleasant fate. Und sie können es nicht lassen, die Klingonen zu Das finden wir noch früh genug heraus, Admiral. Diese Barbaren sollten bald eintreffen. Seien Sie wachsam, diese Frau ist gerissen. Sie dürfte nichts unversucht lassen, um ihrem Schicksal zu entgehen. Ein guter Rat. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, Kanzler. Ich nehme an, jetzt startet eine Videosequenz. The time draws near. Return to my position. We will watch the proceedings from here. Ich meine, Kagran haben sie auch überarbeitet, den habe ich anders in Erinnerung. Gut, ich kann mich täuschen. Es ist fast soweit, Admiral. Also definitiv haben sie Worf und Jimbok überarbeitet, ja? Kehren Sie zu meiner Position zurück. Wir werden von dort aus alles beobachtet. Bestätigt, bin unterwegs. Lasst eure Tribbles stecken. Das könnte hier echt Probleme geben. Hallo? Red ich mit einer Wand? Jaula, she's here.
The Council recognizes the leader of House Mokai. Speak! Klingons! Warriors of the great houses! In the name of Kaelis and of T'Kuvma! Hear me now! You know my name. You know my house and what it has done for the Empire. And today, I come before you with the truth! The Chancellor of this great empire is a coward and a liar! He stole his title! He claimed it after winning a duel to the death with Martok. And yet Martok, the true Chancellor, still lives. But Jimpok's dishonor doesn't end there. When the Herc returned, he hid from our greatest enemy like a craven Fakiri. Once my brother led the Empire to glory, we had the Federation on their knees! And now... now we build ships with them. These stains on our honor must be cleansed! Let us bring an end to Jimpok's reign! You dare to speak of honor here? You? A known traitor to the Empire? The only thing ending today is you, woman! I think not! Petak! Death to Jimpok! Kapa! Okay. War ja nicht anders zu erwarten, ne? Dass das mit Verrat endet. Ich hoffe nur, dass die Trippel meiner Leute nicht dazu beigetragen haben. Entschuldigung. Oh, Farini liegt am Boden. Wo ist er denn? Das ist meine Heilerin, die sollte eigentlich. Wo ist er denn? Lady Jula, we must leave this place. No, I will not go. So, dann bauen wir mal auf. Bauen wir mal ein bisschen auf und ich versuche mal die Kamera so zu halten, dass ihr was mitkriegt. Muss ich ja mal schauen, wo Farini liegt. Die wartet doch. Das sieht nicht gut aus für Tarsi. Tamet liegt jetzt auch am Boden, aber da habe ich gesehen, wo sie ich muss jetzt da in den Kampf eingreifen. So, dann. Ja, Arvinave steht noch. Der Turm hier ist von Arvinave, dieses Eisdings da. Ich muss jetzt mal. Oh, ja. Ich nehme nicht an, dass Arvinave mir jetzt helfen kann, oder? Doch, sie hilft. Da ist er schon. Super. Und ich muss jetzt. Erstmal muss ich meine. Wo ist er denn überhaupt? Ist sie jetzt unter den Boden runtergebackt oder was? Da vorne liegt. Komm her! Ah, sie stehen alle wieder. Gut. Die irritieren mich, die Dinger. Die sammeln sie jetzt einfach mal auf. Damit sie hier nicht rumdingsen. So. Komm her! Ja, schon recht. Mit Martok sprechen. So much for diplomacy. I had a feeling that Jaula would attack. I admit surprise at the number of allies he had at his side, however. So viel zur Diplomatie. Ich hatte so ein Gefühl, dass Jewel angreifen würde. Allerdings bin ich doch überrascht, wie viele Verbündete sie auf ihrer Seite hatte. Was jetzt? Jimpok will demand swift retribution on Jewel and any house that stood with her today. I suspect my days of neutrality will be coming to an end soon. Jimpok verlangt eine schnelle Rache. An Jaula und an allen Häusern, die sich heute an ihre Seite gestellt haben. Ich schätze, meine Tage der Neutralität sind bald vorbei. Ich verstehe. Ehre für Sie und Ihr Haus, General. Admiral, wir haben eine Nachricht von der Führung der Allianz erhalten. Es gab einen Angriff im Zeron-System. Wir haben den Auftrag erhalten, dies zu untersuchen und unsere Verbündeten vor Ort zu unterstützen. Der Transporterraum steht bereit und wartet auf Ihre Befehle. Herausbeamen. I am Captain Kosnar of the Imperial Battlecruiser Mupwich.
It is good to see the face of an ally. Ich bin Captain Kajana vom imperialen Schlachtkreuzer Mupf. Es ist schön, einen Verbündeten zu sehen. Was ist hier passiert, Captain? We were ambushed by Mokai rebels. The filthy Bachtang did not grant us a warrior's death in battle. Instead, they left us adrift in space, to die without honor. Ah, but now you are here. Assist us with repairs, that we might hunt those treacherous curs together and send them howling to Griffor. Wir wurden von Mokai-Rebellen überfallen. Diese dreckigen Batak haben uns keinen ehrenwerten Tod in der Schlacht gewährt. Stattdessen haben sie uns im Weltraum zurückgelassen, um ehrlos zu sterben. Ah, doch nun sind sie hier. Helfen sie uns bei den Reparaturen, damit wir diese Verräter verfolgen und nach Greta schicken können. Wir machen ihr Schiff wieder einsatzbereit. My crew yearns for glorious combat. Soon there will be great deeds worthy of song. We will fight. And if we die, it will be with honor, and we will drink together in Stovakor. Kapla! Gut, meine Crew sehnt sich nach einem glorreichen Kampf. Schon bald werden unsere großartigen Taten in Liedern besungen werden. Wir werden kämpfen, und wenn wir sterben, dann mit Ehre. Dann trinken wir gemeinsam in Stovakor. Kapla! Halten Sie sich bereit, Captain. Wir beginnen bald mit den Reparaturen. Ich traue wetten, dass wir angegriffen werden. Wir warten doch nur darauf. Like the rabid targs they are. Wo sind wir hier eigentlich ungefähr? Karte der Galaxie? Hier. Nee, das stimmt nicht. Das zeigt es jetzt nicht richtig an. Schlachtkreuzer reparieren. Ah, the Mokai. Show them what it means to be a warrior. Ja, ein paar Tricks habe ich damit auf Lager. Das ist eine Spezialität von dem Wundertäterschiff. Damit kann ich noch nicht richtig umgehen. Darüber informiere ich euch mal, wenn ich es verstanden habe. Aber offenbar muss ich einen Wissenschaftsbuff drücken. Machen wir das mal, um das zu zeugen. Genau. So ist es auch. Das lädt jetzt da wieder auf während dem Kampf. Und dann an den Symbolen sehen wir, mit was wir das zünden können. Schweres Escortschiff reparieren. Also so viel habe ich schon rausgefunden, aber... Temporaler Wirbel. Bei Interesse Pause-Taste drücken und lesen, was das Skill tut. Und hier geladener Partikelstoß tut im Umkreis von 5 Kilometer die Schilde reduzieren. Mit den Naniten-Torpedos kann man andere Schiffe assimilieren, aber das hat sich jetzt nicht gelohnt. Das Schiff war schon... Das mache ich mal bei einem größeren Schiff. So. Den habe ich nicht ausgerüstet, den schon. Dann ist es also wahr, die Krieger von anderen großen Häusern haben sich den Mokai angeschlossen. Mit diesem Verrat entehren sie ihre Vorfahren. Die Situation ist kompliziert geworden. Bah! They are traitors without honor and will pay for their treachery with their lives. Quickly, there are other disabled ships. We must bring them back into the fight before the rebels return. Bah, das sind ehrlose Verräter, die mit ihrem Leben bezahlen werden. Schnell, es gibt noch weitere deaktivierte Schiffe. Wir müssen sie einsatzbereit machen, bevor die Rebellen zurückkehren. Also das hier sieht mir sehr nach einem klingonischen Bürgerkrieg aus. Und das habe ich ja schon zu Beginn der Quest irgendwie vermutet. Den haben wir jetzt gerade nicht zur Verfügung. Aber wir haben... Aktivieren Sie eine technische Brückenoffizierin, um diese Voraussetzung zu erfüllen. Eine taktische, vielleicht geht's damit auch, das werden wir jetzt herausfinden. Wie gesagt, das Schiff ist neu, das muss erst eingeflogen werden. Das hat auch die Meisterschaft noch nicht komplett beendet, ja. Bis jetzt haben wir einen Bonus auf Verteidigung. Und auf Höhenregeneration. Ich
versuche jetzt mal bei Interesse bitte selber lesen. Ich komme jetzt gerade nicht hinterher. So, die sind nah genug. Ich reduziere mal ihre Schilder und starte mal diesen Wirbel. Das müsste eigentlich reichen für die meisten von denen. Bei manchen Skills lasse ich einfach mal ein bisschen die Maus drauf, dass ihr Gelegenheit habt, mit der Pause-Taste zu studieren, was das ist, womit ich hier arbeite. Das werde ich jetzt nicht jedes Mal erwähnen. Aber ihr wisst Bescheid, wenn ich hier lange genug drauf bleibt, habt ihr Gelegenheit, die Werte zu studieren. Das kann man nämlich auch gut nebenbei machen. Your house, as they say, is about to burn. And we all know who fights in a burning house. Don't be a fool. Hear me now. This doesn't have to end with your death. Ihr Haus wird brennen und wir alle wissen, wer in einem brennenden Haus kämpft. Seien Sie kein Narr, hören Sie mir zu, das muss nicht mit Ihrem Tod enden. Ich höre. You and I know how this will end. Think. Think about what will happen once I've disposed of Jempak. The war between the Federation and Empire will resume, and it will end as it should have in my time. So, would you rather fight at my side or die under my boot? Wir wissen beide, wie das enden wird. Denken Sie nach. Was wird wohl passieren, wenn ich Jempak beseitigt habe? Der Krieg zwischen der Föderation und dem Reich wird fortgesetzt und er wird so enden, wie es in meiner Zeit geschehen sollte, also in der Discovery-Ära, aus der sie kommt. Also, möchten Sie an meiner Seite kämpfen oder lieber sterben? Meine Treue gilt der Sternflotte und der Föderation. Und wir haben unsere Prinzipien. As you wish. You've made your choice. Now face the consequences. Fight well and die with honor. Wie Sie wünschen, es ist Ihre Entscheidung. Jetzt erfahren Sie die Konsequenzen. Kämpfen Sie gut und sterben Sie wie Ehre, mit Ehre. Roter Alarm, alle Mann auf Gefechtsstation. So, jetzt werde ich mal schauen, ob das da auch zündet, wenn ich das hier drücke. Nee, irgendwie nicht, ne? Also damit verstärke ich die Laser, die Energiewaffen. Flaggschiff angreifen. Ich nehme an, assimilieren kann ich das nicht. Dann assimiliere ich mal eins der anderen Schiffe. Das hier zum Beispiel. Schwerer Hektar Bird of Prey. Der könnte mir nützlich sein in dem Kampf. Da wunderbare Reparaturen. Das ist eine Spezialität von Technikern. Ja, hallo? Wenn das zu lange dauert, klappt die Assimilierung nicht. Hat's geklappt? Nee, irgendwie nicht. Schade. So, ich muss was für meine Gesundheit tun. Oh, oh, Wunderheilung. Also Carissa ist ja Zeitagentin, die kann sich manchmal aus einer brenzlichen Situation wegteleportieren. Kann man sich aber nicht drauf verlassen. Mal klappt's nicht. Aber sie ist auf die Weise schon oft in den Tod entgangen. Ich verbessere mal meine Schildfrequenzmodulation. So, das soll es gewesen sein, vorerst zumindest. Ich denke, das ist nicht mehr... Hoppla, Moment. Ich hoffe, ich kann das... Victory is ours! The rebels have been beaten! If only we could have put an end to their leader. You fought well today. Soon we will celebrate and... We are being hailed by the Chancellor himself! Der Sieg gehört uns. Die Rebellen wurden besiegt, wenn wir doch nur auch ihren Anführer erledigt hätten. Ja, die ist wieder entkommen, war ja klar. Sie haben heute gut gekämpft, schon bald werden wir feiern und... Wir werden gerufen, vom Kanzler höchstpersönlich. Gavan, you have won a glorious battle today.
but the rebels are continuing their raid against Alliance forces. There is more work to be done. Kajnar, you are to travel to the nearest starbase for repairs. I need your ship at full strength. Qualan, Sie haben heute eine glorreiche Schlacht gewonnen, doch die Rebellen überfallen weiterhin die Streitkräfte der Allianz. Es gibt noch viel zu tun. Kajnar, Sie fliegen zur nächsten Sternbasis für Reparaturen. Ich brauche Ihr Schiff in Höchstform. Und was ist mit uns, Kanzler? You are needed in another system to deal with the rebels. Transmitting coordinates on a secure channel now. Okay, ich denke, ich mache hier doch eine neue Folge auf. Und bessere Gelegenheit für einen sauberen Cut gibt's nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn das nicht mehr viel ist, hänge ich's dran. Ansonsten gibt's eine neue Folge.